Meine künstlerische Freiheit als Christ. 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Nicht alles, was rechtmäßig ist auch gut. Wenn mein Recht in einem besonderen Fall anderen gegenüber lieblos, unbarmherzig und rücksichtslos ist, ist es vielleicht gesetzlich keine Straftat, aber moralisch und auch vor Gott einfach nur falsch und verkehrt und böse. Es ist mir also erlaubt, mein Recht einzufordern, aber es ist mir gleichzeitig nicht verboten, Gnade vor Recht ergehen zu lassen und nicht nur die Sache, sondern auch den Menschen zu sehen. Und ebenso können wir auch mit uns selbst umgehen, sowohl positiv wie negativ, klug oder dumm, beherrschend oder unbeherrschend, gebend oder nehmend und so weiter. Nichts, was mich zum Beispiel abhängig macht und über jedes Maß beherrscht, ist positiv für mich. Das wissen wir ja mehr oder weniger alle. Also beispielsweise Dinge wie Alkohol, Essen, Drogen, Tabak, Hobbys oder Unzucht. Diese Dinge können mich auch als Christ regelrecht versklaven, weil ich ihnen zwanghaft und über Gebühr meine Aufmerksamkeit gebe und ich mir manchmal ohne Rücksicht auf mich und andere mir einfach besorge, was ich unbedingt will, oder mich mit manchem zu sehr und auf ungesunde Art und Weise für Körper, Geist und Seele damit beschäftige und viel Zeit investiere, die vielleicht für andere Dinge besser und positiver wären. Paulus ging es nicht darum, im absoluten Sinne und wortwörtlich alles tun zu dürfen als Christ. William MacDonald schrieb in seinem Kommentar, dass es sich hier um sittlich neutrale Angelegenheiten handelt und dass es gewisse Dinge gibt, die zwar erlaubt, aber nicht nützlich sind, und dass es Dinge gibt, die für mich erlaubt sind, die jedoch einen anderen zu Fall bringen, wenn er sie mich tun sieht. Das würde daher auch keinen Sinn ergeben, wenn man alles wortwörtlich nehmen würde. In Galater 5,13 schreibt Paulus entsprechend: Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Bin ich also doch eingeschränkt als Christ und kann mich nicht ausleben, sondern muss in einem engen vorgesteckten Rahmen wirken und leben? Nein, das nicht. Wir sind als Christen individuelle Wesen, jeder auf seine Weise, einmalig und einmalig kreativ veranlagt. Wir sind tatsächlich bedeutend, weil es keinen zweiten Menschen wie wir auf der Erde gibt und jemals gab. Von daher gehen wir wohl auch ganz individuell mit Dingen und Umständen um und haben verschiedene Veranlagungen und Prägungen. Jeder Mensch ist auch immer ein Kind seiner Zeit und ein Repräsentant seiner Erziehung und von der Gesellschaft, in der er lebt, mehr oder weniger, positiv oder eher negativ. Das bedeutet aber sicherlich nicht, dass man unfähig wäre, sich zu verändern und in seinem Denken und Fühlen nicht auch formbar und kreativ sein kann im Laufe seines Lebens. Veränderung ist möglich. Wer das verneint, ist oft nur zu bequem oder sucht eine Ausrede, um sein Verhalten zu rechtfertigen. Im christlichen Sinne kann man sagen, dass man zwar als Sünder auf die Welt kommt, aber als Erlöster ein neuer Mensch werden kann. Und wir sind als Christen auch unterschiedlich begabt und zu gewissen Diensten und Berufungen von Gott ausgestattet. Francis Schaeffer, der hat von 1912 bis 1984 gelebt, schrieb einmal: Kein Kunstwerk ist von größerer Bedeutung als das Leben des Christen. Und jeder Christ ist berufen, in diesem Sinne ein Künstler zu sein. Er mag keine Gabe zum Schreiben, Komponieren oder Singen haben, aber jeder Mensch besitzt die Gabe der Kreativität bezüglich seines eigenen Lebens. In diesem Sinne sollte das Leben jedes Christen ein Kunstwerk sein. Das Christenleben sollte etwas Wahrhaftiges und Schönes sein inmitten einer verlorenen und verzweifelnden Welt.
Gott ist ebenso ein Künstler und das kreativste Lebewesen, das es gibt. Die Schöpfung ist ein Kunstwerk des Geistes und unser Leben sollte das widerspiegeln, unser Leben als Kinder Gottes. Wenn meine ureigene Kreativität aber so weit führt, dass ich anderen einen negativen Anstoß gebe oder meine Süchte mich seelisch verkrüppeln, dann ist mein Künstlerleben eher erbärmlich und unverständlich und nicht erbaulich und schön. Wie wir uns in der Welt verhalten sollen, davon spricht die Bibel an vielen Stellen, wie zum Beispiel in 1. Petrus 2, Verse 15 bis 17. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft, als die Freien und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Und das ist letztlich die Frage, was ehrt den König und was ehrt den König nicht? Gott freut sich ganz bestimmt über unsere guten Ideen und unsere künstlerische Freiheit, die wir ausleben und umsetzen. Aber wir sollten auch nicht blind sein gegenüber den Dingen, die nur meiner Lust und meinem Stolz dienen und die nur mir, anderen weniger gefallen und nützlich sind. Nicht alles, was mir gefällt, muss auch einem anderen gefallen. In Philipper Kapitel 2, Verse 1 bis 4 steht: Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Der Wille Gottes schränkt uns nicht ein. Im Gegenteil, er fördert unsere Talente und erweitert unsere Kreativität. Und darum ist die Frage nach Gottes Willen in allen Dingen eher der Beweis für eine richtig verstandene Kreativität und Freiheit als das Gegenteil. Die willentliche Bindung an Gott ist wahre Freiheit, die sich dann auch in allen Lebensbereichen niederschlagen kann und sollte in aller Freiheit und Kreativität, in allen möglichen Dingen, die Gott auch schenkt und zeigt und mit denen wir ausgerüstet sind und werden nach Gottes Willen. Es ist schön, wenn man kreativ ist und sein darf und anderen dadurch auch dienen kann. Unsere Gastfreundschaft, unsere Kommunikationsfähigkeit, unsere Kochkünste, unser handwerkliches Geschick, unsere Organisationsfähigkeiten, unsere Freundlichkeit, unsere Zeit, unser Lachen, unsere Weisheit und unsere ureigene Spontanität. Das alles und mehr macht uns unverwechselbar. Auch wenn wir vielleicht nicht immer das haben, was der andere hat. Dafür haben wir wieder das, was er nicht hat. Wir dürfen mit dem, was Gott uns gegeben hat, umgehen. Wir dürfen dankbar sein. Und was ich jetzt noch nicht habe, das bedeutet nicht, dass ich es vielleicht nie bekommen werde. Es ist durchaus möglich, dass wir im Laufe unseres Lebens von Gott auch ganz neue Dinge bekommen, mit denen wir dann umgehen dürfen, weil dann die Zeit eben auch dafür reif ist. Dank sei Gott für seine Gnade, für seine Treue und seine Weisheit, für seinen Geist, der alle Dinge erforscht, selbst die Tiefen der Gottheit. 1. Korinther 2, 10. Wir brauchen diesen Gott, den Vater im Himmel, um in unserer Bestimmung zu wandeln, ganz individuell, frei, kreativ, begabt und dem Guten nachstrebend. In Lukas Kapitel 6, Verse 31 bis 36 steht: Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen Leid, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen.
Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir dürfen, ja sollen uns unterscheiden von den Menschen, die nicht an Gott glauben. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie wir eben gelesen haben. William MacDonald schreibt hierzu in seinem Bibelkommentar: Ungerettete können lieben, die sie lieben. Das ist ein natürliches Verhalten und so allgemein, dass es auf die Welt der ungeretteten Menschen keinen Eindruck macht. Banken und andere Kreditgeber verleihen Geld in der Hoffnung, Zinsen einzunehmen. Das erfordert kein göttliches Leben. Deshalb wiederholte Jesus, dass wir unsere Feinde lieben sollen, Gutes tun und leihen, ohne etwas wieder zu erhoffen. Solches Verhalten ist ausschließlich christlich und kennzeichnet die, welche Söhne des Höchsten sind. Natürlich ist das keine Methode, wie Menschen Söhne des Höchsten werden können. Das kann nur geschehen, indem man den Herrn Jesus Christus als Herrn und Erlöser annimmt. Johannes 1,12. Doch ist es die Art und Weise, mit der echte Gläubige zeigen, dass sie Kinder Gottes sind. Gott hat uns auf die Weise behandelt, wie sie in Vers 27 bis 35 beschrieben ist. Er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Wenn wir so handeln, dann zeigt sich bei uns die Familienähnlichkeit. Wir zeigen damit, dass wir von Gott geboren sind. Barmherzig sein heißt zu vergeben, auch wenn es in unserer Macht stände, zurückzuschlagen. Der Vater erzeigte uns Barmherzigkeit, indem er uns nicht so bestrafte, wie wir es verdient hätten. Er möchte, dass wir auch anderen gegenüber barmherzig sind. Gott segne, behüte und stärke euch. Amen.